Herzlich willkommen zu einer Zeitreise in den Sommer 1989, den letzten Sommer der ehemaligen DDR in meiner Heimatstadt Mühlhausen. Beginnen wir in der Görmer Straße mit dem alten Damenfriseursalon Müller, der zu dieser Zeit schon nicht mehr betrieben wurde. Das Haus selber wurde in den 1990er Jahren abgerissen. Interessant ist der Blick in die Auslagen der Mühlhausen-Information, die damals noch an der Ecke Görmerstraße Steinweg zu finden war. Viele der Souvenirs sind heute begehrte Sammlerstücke. Beim Schwenk Richtung Kaufhaus Magnet sollte der Straßenbelag etwas genauer betrachtet werden. Selbst 21 Jahre nach der Stilllegung der Straßenbahn-Oberstadtlinie im Jahr 1968 waren die Schienen immer noch nicht entfernt. Die Boutique an der Ecke zur Kilianistraße war vorher ein Blumengeschäft und davor ein Tante-Emma-Laden. Die hier im Umbau befindliche DDR-Persiluhr wurde einige Jahre später wieder durch ein Original, gestiftet durch die Firma Henkel, ersetzt. Das Sanitätshaus Goethe an der Ecke zur Kilianistraße gibt es heute noch und in dem großen weißen Gebäude rechts war das Gesundheitsamt untergebracht. Der Gemüseladen neben der Grünen Linde schloss mit der Betriebsauflösung des VEB UGS. Auch das Hotel diente zu dieser Zeit schon nicht mehr als Gaststätte, sondern als Arbeiterunterkunft für die vietnamesischen Gastarbeiter. Das Kunstgewerbegeschäft Theodor Großklaus hielt sich nach der Wende noch einige Jahre, ist heute aber ebenfalls Geschichte. Das gleiche gilt für die ehemalige Graupenmühle in der Sondershäuser Straße vor der Stadtmauer. Sie wurde im September 2000 abgerissen. Rechts sind noch einmal die Kiliani-Drogerie, der Tabakwarenladen, Schuhstartermann, der Musikladen und die Konsumkaufhalle zu sehen, bevor es vorbei an der Mühlhausen-Information in Richtung Steinweg geht. Dieses Teilstück des Steinwegs ist sehr geschichtsträchtig und hieß früher Fuhlbrückengasse. Hier waren nicht nur kleine Geschäfte, sondern auch zwei Mühlen der Stadt und einige Leibensieder, deren typische Häuser heute fast alle abgerissen sind. Der Blick in das Schaufenster des RFT-Fernsehladens zeigt für heutige Maßstäbe Ungeheuerliches. Ein Farbfernseher Marke Colodron für 6.250 Mark, was etwa dem Zehnfachen eines Arbeitermonatslohnes entsprach. Abgesehen davon ist es verwunderlich, dass so ein Gerät überhaupt in einem Schaufenster zu sehen war, es gehörte eigentlich zur sogenannten Glückware. Der Blick geht Richtung Hanssack. Links neben den grünen Häusern stand einst die 1984 abgebrannte Hanssackmühle, auf der freien Fläche an der Ecke stand bis in die 1970er Jahre ein Leimsiederhaus. Auch in der Hauptmannstraße wurde fleißig abgerissen. Das Gebäude links war ein Betriebsteil des Metallwarenwerkes Mühlhausen, dahinter der Hauptmannhof mit Sitz der KWV. Wir sind wieder zurück auf dem Steinweg. Auch hier sind heute die kleinen Geschäfte meist geschlossen, so auch das Papiergeschäft Orschel. Im Haus an der Ecke zur Allerheiligengasse befand sich Spielwarenwartung. Auch dieses Unternehmen überlebte die Wende, wurde aber mittlerweile aus Altersgründen ebenfalls aufgegeben. Auf die Allerheiligenkirche komme ich gegen Ende des Filmes zu sprechen. Die kleinen Geschäfte in der Passage am Untersteinweg sind den alten Mühlhäusern noch ein Begriff, aber heute längst Geschichte. Samenlobau, Keramik Simon und Elektro Bergmann an der Ecke Meißnersgasse. Das Rote Haus an der Ecke Breitenstraße war das 1689 erbaute Gasthaus zum Nachbarn. Nach der Wende zu einem Hotel ausgebaut, blieb es der damaligen Bestimmung treu. Gegenüber befand sich Foto Bartler. Kurz nach der Wende geschlossen, ist hier heute ein Optikergeschäft zu finden.
eines der wenigen alten Geschäfte der Stadt, war und ist Kofferbeireis. Auch der Juwelier Wittig, der Herrenausstatter Endepols und die Bäckerei Marx sind heute noch am Untersteinweg zu finden. Viele andere Geschäfte wechselten ihre Besitzer, das Warenangebot wurden umgebaut oder gaben meist aus Altersgründen auf. Ganz verschwunden sind der Fischladen, in dem es nur sehr selten wirklich frischen Fisch gab, und das Eiscafé Kristall. Lederwaren Klingner auf der Steinweg Südseite besteht ebenfalls heute noch, aber das Wäschegeschäft Klöppel an der Ecke zur Brückenstraße wurde zur Filiale einer Großbäckerei, die mittlerweile insolvent ist und geschlossen wurde. Fast wöchentlich wechseln Läden auf dem Steinweg ihre Besitzer, das kontinuierliche, gewohnt gleichbleibende Angebot gehört der Vergangenheit an. Im damaligen Schuhex gibt es schon lange keine Schuhe mehr, der Imbiss daneben wurde zu einer Boutique mit häufig wechselnden Betreibern und das Kinderkaufhaus an der Städte-Ecke hatte schon zwei neue Besitzer, die Blocker Holding aus Holland und Ernstings Family. Wir sind an der Stätte, die bis 1805 Enges Gässchen hieß. Sie wird dominiert vom Zentralpalast, der seit seiner Entstehung schon mehrfach um- und ausgebaut wurde. Vor dem letzten Umbau in den 1990er Jahren sah es im Zentralkino, an der Kasse und im Foyer so aus. Wie auch am Untersteinweg sind hier am Obersteinweg noch Geschäfte zu sehen, die es schon lange nicht mehr gibt. Dazu zählen Foto Last, das Taschengeschäft an der Ecke Borngasse, der Schmuckladen Baumhardt, das sogenannte Bauern-HO und der HO Lebensmittelladen. Das Schreibwarengeschäft Gast wechselte in den 1990er Jahren auf die Steinweg Südseite. In den Geschäftsräumen von Huschenbett ist heute ein Schokoladier und nebenan ein Blumengeschäft. Der Delikatladen, im Volksmund nur Fressex genannt, wurde ebenfalls nach der Wende nicht mehr benötigt. Dort war später kurzzeitig ein Elektronik- und Fernsehgeschäft. Dieser Teil des Steinwegs war früher der Krautmarkt. In den 1970er Jahren nach westlichem Vorbild zu einem Boulevard umgebaut, war das Grün der Pergolas, die Blumenkübel und Sitzbänke einige Jahre später wahrscheinlich zu viel Grün im Stadtbild und wurden wieder entfernt. Kommen wir nun nach dem Zentral zum zweiten der einstmals drei Kinos der Stadt. Es war das Thuringia Kino, zu dem eine Gaststätte und eine Tanzbar gehörten. Anfang der 1990er Jahre wurde das Haus geschlossen und 1995 zu einem Einkaufscenter umgebaut. Damit lassen wir vorerst den Steinweg hinter uns und werfen einen Blick auf den Karl-Marx-Platz mit dem Postamt. Trotz seines offiziellen Namens hieß der Platz bei den Mühlhäusern damals eigentlich nur Postplatz. Die Straße hinter dem Platz hieß aber auch damals schon Obermarkt. Die Karl-Marx-Büste wurde knapp ein Jahr nach diesen Aufnahmen entfernt. Öfen, Herde, Kohlen.
Kohlenvogt am Obermarkt war damals die erste Adresse der Stadt, wenn es um die Bestellung und Lieferung von Kohle ging. Noch einmal schwenken wir über den Postplatz, sehen die ehemaligen Geschäfte auf der Steinweg-Südseite und landen im oberen Teil der Straße bei der Marienkirche. Nach einem Blick die Fortenstraße hinab begeben wir uns in die Radstraße, wo uns der Wegweiser zum Bauernkriegsmuseum in der Kornmarktskirche empfängt. Einige können sich sicher noch an den Konsum Waldstraße Ecke Radstraße erinnern, an die Hinterausgänge des Thüringer Kinos in der Waldstraße oder an den Getränkestützpunkt an der Ecke Linsenstraße. Auch die Schirmfabrik Rinneberg gibt es schon lange nicht mehr. Sie stammte ursprünglich vom Obersteinweg neben dem alten Postkeller und zog nach dem Abriss der Häuser Steinweg 90 bis 93 um 1910 in die Waldstraße. Nach diesem Blick durch die Borngasse Richtung Steinweg begeben wir uns in die Brückenstraße. Am Entenbühl steht noch das Kinderfahrzeugwerk Mühlhausen hinter dem Gänsemarktbrunnen, der in den 1930er Jahren vom Mühlhäuser Bildhauer Walter Krause geschaffen wurde. Als nächstes besuchen wir die Klosterstraße. Dort gab es ein Schaufenster, in dem die FDJ für freiwillige Arbeitseinsätze beim Um- und Ausbau maroder Gebäude in der Stadt warb. Ob der Urheber der Hammerschläge, die von der Baustelle nebenan stammen, ein solcher FDJler war, ist mir nicht bekannt. Dass dies der Untermarkt ist, brauche ich wohl keine Mühlhäuser zu sagen. Das Kreisgericht heißt zwar heute Amtsgericht, steht aber, frisch renoviert, immer noch an seinem Platz, nur die Straßenführung wurde geändert. Den Jüngeren sollte aber doch gesagt werden, dass der große Plattenbau das ehemalige Hotel Stadt Mühlhausen war, an dessen Stelle heute das Sparkassengebäude steht. Bei diesen Bildern ist ebenfalls nicht zu verheimlichen, dass es sich um die Kulturstätte Schwanenteich handelt. Auch damals gab es schon einen Spielplatz, aber im Gegensatz zu heute konnte man im Freibad noch baden gehen. Das Bad der sozialistischen Jugend wurde zwischen 1956 und 1958 in freiwilligen Arbeitsstunden durch die Mühlhäuser Jugend erbaut. Mittlerweile hat der gesamte Schwanenteich-Komplex eine weitere Verschönerungskur hinter sich. Die Außenanlagen und der Spielplatz wurden neu gestaltet, der Teich wurde saniert und das Restaurant bekam neue Pächter. Von alledem ausgenommen war nur das Freibad. Kommen wir zu einem weiteren Platz, der sich seit diesen Aufnahmen doch etwas verändert hat. Lebensmittelladen und Bäcker an der Ecke zum Petri-Steinweg sind heute beide Pizza- und Dönergeschäfte. Die meisten Bäume auf dem kleinen Plobach wurden entfernt, aber der Platz selber ist heute gut als Park- und Rummelplatz ausgebaut. Nun geht es den Bastmarkt hinab in die Waldstraße bis zur Stadtmauer und dem Hohen Graben, dessen Erneuerung einige Jahre später erfolgte. Das Jakobiviertel war zu dieser Zeit eine Großbaustelle.
Fast die gesamte, meist historische Bausubstanz wurde entfernt und durch Plattenbauten ersetzt. Der nächste Tag hat begonnen. In der Morgensonne und von oben gesehen zeigt sich der Untermarkt noch relativ ruhig. Divi Blasi grüßt mit einem Glockenschlag, während die Kamera die morgendliche Südseite des Platzes einfängt. Vom Dach des Hotels aus konnte man ganz Mühlhausen überblicken. Hoch ragen die Kirchtürme empor, aber auch die Schornsteine der Häuser und Fabriken. Vereinzelt gelingt auch ein Blick in die Straßen und Gassen. Meist wird dieser aber durch das Meer der Dächer versperrt. Den Abschluss dieser Rundreise über die morgendlichen Dächer von Mühlhausen bildet der Blick in den Hof des ehemaligen Hotels in der Röblingstraße. Mitten in der Meißnersgasse mit Blick auf die Ruinen der Meißnersmühle befinden wir uns hier und damit am Beginn des nächsten Tagesspaziergangs. Das Eckhaus in der kleinen Burgstraße, die früher zur Gasse hinter der Mauer gehört hat, ist heute ein Privatparkplatz. Hinter der Stadtmauer war damals noch die Brauerei an der Burg. Die Breitenstraße hat sich aber in den letzten 28 Jahren außer ein paar Abrissen nur wenig verändert. Vom nördlichen Teil des Obermarktes kann man das auch sagen. In bedauerlichem Zustand sind lediglich der ehemalige Goldene Stern und die Goldene Sonne. Die anderen Gebäude wurden in der Zwischenzeit meist saniert und renoviert. So auch das Haus Nummer 11, in dem Georg Neumark, ein Komponist aus dem 17. Jahrhundert, einen Teil seiner Jugend verbrachte. Es geht die Fortenstraße hinab, an deren Ende bis 1891 noch das innere Fortentor stand. Auf der Kreuzung vor der damaligen erweiterten Oberschule Erich Weinert, dem heutigen Tilesius-Gymnasium, herrschte auch zu DDR-Zeiten reger Verkehr. Etwas ruhiger geht es auf dem Hirschgraben zu. Die Gartenhäuschen auf den Turmstümpfen bieten teilweise noch ein trauriges Bild. Sie wurden nach der Wende saniert und in den begehbaren Teil der Wehranlage integriert.
Das älteste dieser Gartenhäuschen wurde 1773 erstmals dokumentiert. Diese Häuser gehören zum Petri-Steinweg. Sie wurden am Ende der 1990er Jahre abgerissen und durch einen modernen Wohnkomplex ersetzt. Um das Jahr 1895 erhielt die Petrikirche ihr buntes Dach, das weit über die Mühlhäuser Stadtgrenzen hinweg bekannt ist. Nur selten hat man die Möglichkeit, auf einer mittelalterlichen Stadtmauer spazieren zu gehen. Mühlhausen bietet dazu die Gelegenheit, verbunden mit einem einmaligen Blick über die Stadt und das Umland vom 31 Meter hohen Rabenturm. Auf dem alten Wehrgang entlang geht es durch den Hospitalturm zu einem der Gartenhäuschen auf einem Turmstumpf. Hier ist auch heute noch eine kleine Biedermeier-Ausstellung zu sehen. Damals bildete der Sackgassenturm in der gleichnamigen Gasse den Abschluss des begehbaren Teils der Wehranlage. Die anderen noch existierenden Gartenhäuschen wurden nach der Wende ebenfalls saniert und mit Ausstellungen versehen. Begehbar ist der Wehrgang heute bis zur Regensgasse. Altersheim ist nicht mehr da hinten, nicht? Doch, zum Teil ist noch Altersheim. Ach so. Allerdings brennen die Stadtmauer zur Verteidigung im Mittelalter, im 12. Jahrhundert, und der Biedermeier 600 Jahre später im 18. Jahrhundert. Ja? In der Biedermeierzeit, das war die Zeit, wo Herr Rigio nach den USA ausgewandert ist, um dort seine Hängebrücke probiert zu bauen. Und die Menschen sind. Ja, ist hier nicht noch so schön. Über die Sackgasse gelangen wir in die Holzstraße, in der sich einige ehemalige Freihöfe von Klöstern befinden, wie der Bliedenhof, der Anröder Freihof und der Zellsche Freihof. Dieser steht in der Holzstraße 1 und ist vor allem als Turn- und Taxis-Posthaus bekannt. Wir begeben uns in die Marienkirche, die größte Kirche der Stadt und die zweitgrößte Thürings. Sie ist eine fünfschiffige gotische Hallenkirche, zählt zu den Münzergedenkstätten und wird oft für Konzerte genutzt. Erbaut wurde sie in mehreren Etappen, vorwiegend im 14. Jahrhundert. Erstmals wird eine Marienkirche aber schon 1180 erwähnt. Der Hochaltar stammt aus der Zeit nach dem Bauernkrieg 1525. Zu sehen sind auch Teile von Ausgrabungen des Vorgängerbaus, die Grabplatte von Gregor Fleischauer, der den Bau des Poppenröder Brunnenhauses veranlasste, und ein Modell des 1899 bis 1900 erbauten 86,7 Meter hohen Kirchturms. Oh, schön, schön cool ist hier. Bis in die heutige Zeit hinein finden ständig Renovierungs-, Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirche statt, wie hier 1989 am Südportal.
Mit diesem Sprung kommen wir von Kirche zu Kaufen und dem Kontaktkaufhaus mit seinen Schaufensterauslagen an Steinweg und Oberer Linsenstraße. Ein weiterer filmischer Sprung führt uns an den Bahnhof und zeigt die gesamte Karl-Marx-Straße bis zum Hotel Grüne Linde in der Görmerstraße. In der Görmerstraße sehen wir uns nochmals etwas um. Links im Hintergrund das sogenannte Plänchen und davor auf der rechten Straßenseite das ehemalige Gasthaus zum Schiffchen. Das Zoogeschäft gegenüber der Konsumkaufhalle in der Görmerstraße bekommt gerade Ware und auch sonst merkt man am geschäftigen Treiben, dass das ruhige Wochenende vorbei ist. Das gleiche gilt für den Untersteinweg und erst recht für die Straße der DSF, die seit 1990 wieder Kilians Graben heißt. Verweilen wir an der Kreuzung Karl-Marx-Straße DSF und beobachten den Verkehr. Nach so vielen Jahren ist es doch schön, die gesamte Palette der ehemaligen DDR-Fahrzeuge wieder einmal in geballter Ladung zu sehen und auch zu hören. Hier verabschieden wir uns erst einmal von der Innenstadt und begeben uns in die Margareten- bzw. Petri-Vorstadt. Dort macht die Petri-Schule, die damals die POS 5 mit dem Namen Hans Beimler war, den Anfang. Kaum zu glauben, dass durch diese enge Straße, die den schönen Namen Schaffentorstraße trägt, einst fast der gesamte Verkehr der Stadt Richtung Eisfeld geflossen ist. Dieses knarrende Fahrzeug ist ein Multicar M22. Er ist heute nur noch im Museum oder bei Oldtimer-Treffs zu sehen. Kommen wir zu einem weiteren Stück Mühlhausen, das nach der Wende verschwunden ist. Das Planschbecken am Frosch. Auf der Grenze zwischen Petri und Fortenteich gelegen, ist heute nur noch der steinerne Frosch als Bildhauerwerk des Mühlhäuser Künstlers Walter Krause erhalten. Das Planschbecken wurde trockengelegt und zu einem Spielplatz umgebaut. Die Stühler und die Theresiusstraße liegen mitten in der Margaretenvorstadt. Die Theresiusstraße ist nach Nikolaus Jakob Adolf Theresius benannt. Er war ein Sohn des Arztes Wilhelm Gottlieb Theresius von Tillenau und letzter des Geschlechtes Theresius. Die Stühlerstraße ist nach dem Baumeister Friedrich August Stühler benannt, der 1800 in Mühlhausen geboren wurde. Das südliche Teilstück der Theresiusstraße geht bis zum alten Plowach und ist der ältere Teil der Straße. Auf der Straßenostseite zweigt die Kräuterstraße in Richtung Ammerstraße ab. Thank you.
Theresienstraße, Kräuterstraße und Stühlerstraße wurden erstmals 1887 erwähnt. Bis etwa 1870 war dieses Gebiet fast unbewohnt. Entlang des heutigen alten Purbachs, durch den der Johannisthalbach floss, lagen nur vereinzelte Gärten. Damit sind wir auf der Straße hinter der Haarwand. Ursprünglich war die Haarwand, was sich aus dem alten Wort für Flachs ableitet, der schmale Weg entlang der äußeren Stadtmauer zwischen Schaffentor und Ammertor. Als Straße taucht sie 1869 erstmals in Büchern der Stadt auf. Anfang der 1990er Jahre wurde die Haarwand erneuert, wobei auch der grüne Mittelstreifen und die Bäume darauf entfernt wurden. Etwa zur selben Zeit wurde auch die ehemalige Metallwarenfabrik der Gebrüder Franke abgerissen. Es entstand dort ein Supermarkt. Die Gierstraße verläuft ab der Ammerstraße in Ost-West-Richtung bis zur Mittelstraße. Sie kreuzt dabei die Theresienstraße und die Haarwand. Benannt ist sie nach Karl Theodor Gier, der von 1829 bis 1856 Bürgermeister der Stadt war. An der Ecke zur Haarwand befand sich seit 1898 eine Gastwirtschaft, die etwa seit den 1930er Jahren die Fidele Ecke genannt wurde. Sie wurde bis zum Ende der 1990er Jahre betrieben und ist heute geschlossen. Leider trifft das auch auf die Pizzeria Sorns in der Ammerstraße zu. Hier war die erste und bei weitem beste Pizzeria der Stadt. Vorerst nur im Straßenverkauf, wurde später die einstige Bäckerei zu einem Restaurant umgebaut und erfolgreich bis über das Jahr 2000 hinaus betrieben. Der kleine Lebensmittelladen befand sich in der Theresienstraße zwischen Gier- und Stühlerstraße. Damals wie heute war auf dem freien Platz an der Ecke Stühlerstraße-Theresienstraße ein Spielplatz. Außerdem wird die Fläche alljährlich zur Stadtkirmes Ende August, Anfang September durch die Kirmesgemeinde Kräuterstraße als Kirmesdomizil genutzt. Hier befinden wir uns an der Einmündung zur 1887 erstmals erwähnten Kräuterstraße. Sie bekam ihren Namen von den ehemaligen Kräutergärten entlang des vom Johannisthalbacher gespeisten Wassergrabens, welcher später Alter Plobach genannt wurde. Der alte Plobach, 1375 erstmals als antikes Plabakis erwähnt, hat seinen Namen, wie der Plobach auf dem Ziegelsberg auch, vom Flachsschlagen, dem sogenannten Plohen. Die Flachspflanzen wurden zuerst in Wasser eingeweicht und anschließend wurde durch das Plohen die Faser vom Bast getrennt. Es entstand das für die Textilindustrie benötigte Leinen. Die Feldstraße war im Sommer 1989 schon lange Teil des Neubaugebietes, aber die Bebauung im Bereich um das sogenannte Plänchen zeigt sich noch so wie am Ende des 19. Jahrhunderts. Am Plänchen ist aber kein offizieller Straßenname. Es bezeichnet lediglich den freien Platz, an dem die Ammerstraße und der alte Blobach von der Feldstraße abzweigen. Damit sind wir wieder in der Ammerstraße, an deren Ecke sich seit den 1920er Jahren die Einhornapotheke befindet. Gleich danach war einst ein Friseurgeschäft und etwas weiter ein Betriebsteil von Autoflott, dem späteren Autohaus Mosig. Jeder Mühlhäuser kannte zu jener Zeit den Fahrradladen an der Ecke zur Kräuterstraße und den Gemüseladen gegenüber.
Auch war damals schon lange der Ammersche Bahnhof ein Begriff. Bereits 1794 wurde das Gasthaus zwischen Pfortentor und Ammertor erstmals erwähnt. Nicht ganz so lange gibt es die Bäckerei Müller. Sie wurde 1956 eröffnet und versorgt auch heute noch ihre Kunden mit frischen Backwaren. Die Fleischerei Schulze in der Stühlerstraße ist hingegen heute leider geschlossen. Am Abschluss unseres Besuches in der Margaretenvorstadt steht das Gotteshaus der Baptistengemeinde. Es wurde 1904 erbaut. Noch einmal besuchen wir den Steinweg. Geschäftiges Treiben herrschte hier in allen Jahrhunderten, vor allem an Wochentagen. Die Röpplingstraße mit dem Buchgeschäft Niklas und dem unscheinbaren Eingang zum ehemaligen Intershop liegen ebenfalls auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Zuvor blicken wir noch einmal auf die Geschäfte am Untersteinweg. Im Haus Petersheim, dem ehemaligen RFT-Fernsehladen, sind heute die Räume der Volkssolidarität. Bodo Kaufholz schloss am Ende der 1990er Jahre, nur Schuhhartung hat bis heute überlebt und ist auch den Schuhen als Verkaufsobjekt treu geblieben. Damit sind wir in der Allerheiligenkirche angekommen. Sie war einst die kleinste mittelalterliche Pfarrkirche in Mühlhausen. 1287 als Sühne für die 1256 zerstörte Pfalzkirche errichtet, wurde sie erst 1525 in Verbindung mit Thomas Münzer und dem Bauernkrieg wieder erwähnt. 1685 werden nach über 150 Jahren wieder Gottesdienste in ihr durchgeführt. 1689 brannte sie ab und wurde danach mit dem aufgestockten Kirchturm im Barockstil wieder aufgebaut. Mit der Aufhebung als Pfarrgemeinde um 1900 verfiel die Kirche. Erst mit der Restaurierung von 1985 bis 1989 erstrahlt sie wieder im alten Glanz, wurde aber als Kirche nicht mehr genutzt, sondern als Teil der Mühlhäuser Museen. Der letzte Teil unserer Reise in das Jahr 1989 führt uns in die Leninstraße. Sie heißt heute wieder Lindenbühl nach den Linden auf dem ehemaligen Grabenwall. Dieser Teil des ehemaligen Grabens bis zum Neufortentor wurde auch Spendengraben genannt, der zweite Teil bis zum Erfurter Tor Brunnenkreisgraben. Am Heimatmuseum, das heute Kulturhistorisches Museum heißt und damals auch die Stadtbibliothek beherbergte, begeben wir uns auf den Christianplatz. Damals war der Christianplatz ein Teil des Bachplatzes. 1998 wurde der ehemalige Schulhof des Gymnasiums nach dem Christian von Mühlhausen benannt, der auch Bischof von Samland sowie Weihbischof von Erfurt war und als Erbauer der Diffiblasikirche gilt, in der er begraben liegt. Dieser, der westliche Teil des Untermarktes, heißt seit 1950 Bachplatz, zuvor seit 1935 an der Bachstätte. Begeben wir uns nun in die Diffiblasikirche. Bevor der Deutsche Orden 1276 unter Christian von Mühlhausen mit dem Bau dieser dreischiffigen gotischen Hallenkirche begann, stand hier ein Vorgängerbau,
der zwischen 1245 und 1265 entstand und von dem noch die beiden 42 Meter hohen Steintürme stammen. Die älteste Glocke der Untermarktskirche wurde im Jahre 1281 gegossen, der achteckige Taufstein stammt aus dem Jahre 1596. Bereits 1556 wurde die Kirche evangelisch und der Namenszusatz Sanctus durch Divus ersetzt. Damit sind wir am Ende unserer Zeitreise in das Jahr 1989 angekommen. Ich hoffe, die Bilder von Gerhard Krohn sowie die Informationen haben Ihnen gefallen, Erinnerungen geweckt und helfen mit, auch diese Zeit nicht zu vergessen.